Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter & Kron. Heute mit Orléans Invasion, der Erweiterung zu Orléans. Orléans ist ein Spiel von Rainer Stockhausen. Die Erweiterung Orléans Invasion ist jetzt ein Spiel von Rainer Stockhausen, Inka und Markus Brandt. Also die haben da zusammen mit dran rumgetüftelt. Es ist auch bei DLP Games erschienen. Für 1 bis 5 Spieler ist das Ganze jetzt, weil es hier ein Szenario auch für 5 Spieler gibt. Dazu sei gesagt, bei DLP Games kann man sich eben einen Satz für den 5. Spieler, ich glaube so um die 10 Euro kostet das Ganze, dazu holen, weil Orléans das Grundspiel, wer da irritiert ist, wie ich es auch war, ist bis zu 4 Spieler. Und ja, jetzt 1 bis 5, weil es hier Solo-Varianten gibt und eben 5, aber das Material für den 5. Spieler ist hier nicht mit dabei. Das kann man sich eben, wer da Lust drauf hat, bei DLP Games extra holen. Es dauert ungefähr 90 Minuten und ab 12 Jahren wird das Ganze empfohlen. Eine Sache auch gleich noch, Orléans Invasion ist momentan bei DLP Games selber ausverkauft. Es ist wohl aber noch bei einigen Händlern im Sortiment. Also wer da jetzt unbedingt zuschlagen will, schaut euch da mal um. Und es ist auch angekündigt, gegen Ende des Jahres kommt natürlich auch eine neue Auflage von Orléans Invasion. Was ist jetzt alles neu mit der Erweiterung? Eine ganze Menge Zeug kommt hier dazu. Es sind eben verschiedene Module, die man spielen kann. Man hört es ja schon an der 1 bis 5. Es gibt jetzt hier 3 Solo-Spieler-Module. Es gibt ein Modul, das kann man dann bis zu 5 Spieler spielen. Es gibt ein reines 2-Personen-Duell. Und dann gibt es noch das eigentliche Herzstück dieser Erweiterung und auch titelgebende Teil, nämlich die Invasion. Das ist ein kooperatives Modul. Da wird also plötzlich das gute Orléans zu einem kooperativen Spiel, wo wir alle Spieler entweder gemeinsam gewinnen oder verlieren, und tatsächlich funktioniert das. Also es kommt hier einiges mit dazu, ein Extraplan und so, aber grundlegend bleiben natürlich bleibt Orléans, was Orléans ist. Also wer Orléans schon mal gespielt hat, tatsächlich dieser Mechanismus funktioniert auch wirklich hervorragend kooperativ. Und gerade auf diese kooperative Variante, auf diese Invasion, wollte ich jetzt auch mal ein bisschen mehr im Detail eingehen. So sieht Orléans Invasion dann also vollständig aufgebaut aus. Orléans, das Grundspiel, hat ja schon viel Platz verbraucht und jetzt mit der Invasionserweiterung verbraucht das Ganze noch mehr Platz, weil hier dieses zweiteilige Tableau kommt dazu. Einmal die Stadt und einmal hier, ja, das sind eben die Aufgaben, die wir kooperativ hier meistern müssen. Es gilt ja nämlich, genügend Ritter auf die Wehrmauer zu schicken, genug Geld, genügend Bürgerblättchen zusammen, genug Waren zu sammeln, um eben ja, in der vorgegebenen Rundenanzahl dieser Bedrohung Herr zu werden. Dazu haben wir auch als Spieler jetzt neue Aktionen, die wir auch brauchen, um diese Sachen da machen zu können. Außerdem wird jeder von uns noch einen Charakter verkörpern. Das klingt jetzt erstmal hurra, ich kriege eine Spezialfähigkeit, aber leider ist es nochmal eine individuelle zusätzliche Aufgabe, die man innerhalb dieser Rundenanzahl auch noch schaffen muss. Also man denkt beim ersten Mal, wenn man das hört, es wird unmöglich sein, Orléans zu verteidigen. Und tatsächlich ist das Ganze auch eine recht knappe Angelegenheit. Ganz egal, ob es um Sieg oder Niederlage geht, hier ist wirklich jeder Zug entscheidend. Und wenn man die Stadt rettet, dann auch wirklich meistens erst in der allerletzten Runde, oder man scheitert eben in der allerletzten Runde. Es ist wirklich spannend bis zum Schluss. Ja, ich stelle euch jetzt die neuen Elemente bei Orléans Invasion einfach mal kurz genauer vor. Ja, das zweiseitige Tableau hier könnte man als wichtigstes Element der Orléans Invasion Erweiterung bezeichnen. Hier einmal die Stadt. Da können wir uns für verschiedene Dinge nochmal Bürgerblättchen besorgen. Ja, zum Beispiel hier, wenn wir den Rat von Orléans eben mit den entsprechenden Personenblättchen bestücken, kriegen wir ein Bürgerblättchen. Wenn wir hier genug Bauern hinschicken, kriegen wir eins. Wenn wir hier 3-mal Wolle und 3 Tuch hinschicken, würden wir eins kriegen. Hier bei der Schatzkammer muss man nochmal jede Menge Geld hinstapeln, dann würden wir einen kriegen. Und hier unten, wenn wir genügend Technikblättchen beim Katapultbau verwenden, würden wir auch ein Personenblättchen kriegen. Das alles ist kein Muss. Allerdings brauchen wir eben hier, je nach Spieleranzahl, eine bestimmte Anzahl Personenblättchen. Es gibt natürlich, ja, die meisten bekannten aus dem Grundspiel gibt es noch. Es gibt jetzt ein Personenblättchen, das in der Stadt Le Blanc liegt. Und wenn man da dann ein Häuschen baut, dann kriegt man das.
Ansonsten sollte man sich da eben absprechen, dass man eben die geforderte Anzahl auch wirklich schafft. Also nur ein Spieler, der dann auf der Schifferleiste ganz vorrückt, um sich da das Personenplättchen zu besorgen. Nur ein Spieler, der vielleicht auf der Ritterleiste ganz vorrückt, um sich da das Personenplättchen zu besorgen. Und nur einer, der sich die ganzen Personenplättchen über die Bildung holt. Es muss da eben nicht jeder Spieler alles machen, sonst ist es auch unmöglich zu erreichen. Die Spieler müssen sich jetzt absprechen, um eben hier diese Vorgaben zu erfüllen, weil wie gesagt, eins davon sind diese Personenblättchen, das ist schon ganz schön knackig. Dann muss je nach Spieleranzahl eben genügend Ritter zur Stadtmauer hier entsendet werden. Es muss hier genügend Geld in die Vorratskasse der Stadt geschafft werden. Und es muss natürlich der Vorratsspeicher für die Belagerung mit Lebensmitteln gefüllt werden, also mit Korn, Käse und Wein. Auch je nach Spieleranzahl müssen hier wirklich jede Menge Waren hingelegt werden. Das ist wirklich alles Pflicht, das müssen wir schaffen, bevor die Rundenanzahl ausgeht, wenn die letzte Runde angebrochen ist. Das letzte Rundenkärtchen ist immer die Invasion und wenn das kommt bis zum Ende der Runde, müssen alle gemeinsamen Aufgaben erfüllt sein und die individuellen Aufgaben der jeweiligen Spieler eben auch. Dazu bekommt jeder Spieler hier so ein kleines Tableau, das man auch braucht, um diese gemeinschaftlichen Aufgaben überhaupt zu erfüllen. Da ist einmal drauf das Fuhrwerk. Mit dem Fuhrwerk kann man immer 1 bis 3 Waren entweder an den anderen Spieler oder in die Vorratskammer liefern. Ähnlich die Zunfthalle, nur mit Geld. Hier kann ich 1 bis 4 Geld entweder an den anderen Spieler oder ja, in die Vorratskasse der Stadt schicken. Mit der Herberge kann ich tatsächlich einen meiner Personenplättchen vom Markt an einen anderen Spieler schicken. Der bleibt dann aber auch bei dem. Der kann den sofort benutzen, um eine Aktion auszuführen und danach behält er tatsächlich auch das Personenplättchen. Ja, mit der Pfalz kann man schließlich noch Aktionen von anderen Spielern kopieren. Ist allerdings recht aufwendig, weil ich muss hier die Pfalz mit Personenplättchen bestücken und der andere Spieler muss seine Aktion auch mit Personenplättchen bestücken. Sollte man nur in wirklich spielrelevanten Momenten drauf zurückgreifen. Ja, auch auf dem Spielplan, den wir schon aus dem Grundspiel kennen, hat sich hier bei der Invasionserweiterung ein bisschen was verändert. Und zwar sind die 13 außenliegenden Städte hier mit so Wehrturmplättchen bestückt worden. Also alle Städte, von denen so eine Straße hier nach außen führt, da kommt so ein Sonderplättchen Wehrturm drauf, weil das ist auch noch eine Aufgabe, die wir lösen müssen. Zusätzlich zu den gemeinsamen Aufgaben da auf dem Stadttableau und der individuellen Aufgabe durch unsere Charakterkarte müssen wir auch noch hier diese ganzen äußeren Städte abreißen und da überall, also was früher ein Kontor war, ist jetzt eben ein Wehrturm, da überall Wehrtürme errichten, weil wenn da am Ende noch irgendeine Lücke ist, irgendwo ein so ein Sonderblättchen noch nicht bebaut ist, dann dringen die Invasoren da natürlich problemlos ein. Also auch das gehört zu den kooperativen Aufgaben, hier all diese Wehrtürme auch noch innerhalb der geforderten Rundenanzahl zu bebauen. Ja, zu Orléans Invasion gehören auch natürlich invasionseigene Stundenglaskärtchen. Es gibt hier verschiedene Stundenglaskärtchen, die sind entweder mit A oder B gekennzeichnet. Da sucht man dann je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl A, eine bestimmte Anzahl B Ereignisse aus und mischt die dann. Es kommen also erst immer die A Ereignisse, dann die B Ereignisse und als allerletztes kommt immer das C Ereignis Invasion. Bis dahin müssen halt alle Spielziele erfüllt sein, sonst hat die Gruppe automatisch verloren. Bei den Ereignissen ist es noch so, es gibt einige mit Blitzen gekennzeichnete Ereignisse, die sind wirklich nochmal gemeiner. Die kann man, wenn man möchte, auch aussortieren und erstmal komplett ohne die spielen. Und wenn man es ein bisschen härter mag, dann sortiert man sich die Blitze natürlich absichtlich ein. Also wie gesagt, es gibt mehr Ereignisse, als man braucht. Da ist also auch nochmal ein bisschen Abwechslungsreichtum geschaffen, dadurch, dass es eben bei der Invasion jetzt nicht immer die gleiche Abfolge von Ereignissen und auch nicht in der gleichen Reihenfolge ist. Bis aufs letzte Ereignis, die Invasion, die ist natürlich immer gleich. Ja, und als wären die gemeinsamen Aufgaben und das Bauen der ganzen Wehrtürme nicht schon genug Stress, gibt es auch noch Charakterkarten für jeden Spieler eine. Und da muss man nochmal eine eigene individuelle Zusatzaufgabe erfüllen, wo einem in der Regel auch niemand helfen kann. Wenn man zum Beispiel den Ratsherren erwischt, bekommt man hier nochmal ein extra Tableau Versammlungshalle und muss tatsächlich diese 12 Leute auch noch innerhalb der Runden dahin in die Versammlungshalle entsenden. Sonst ist hinterher das Spiel tatsächlich auch für alle Spieler verloren. Was haben wir noch? Den Wirt. Da muss man Waren im Wert von 16 Siegpunkten gesammelt haben und dann noch an zwei bestimmten Orten eine Taverne bauen. Beim Fischer muss man das Ende der Schifferleiste erreicht haben, 4 Mönche im Beutel haben und 2 Wolle besitzen. Ja, beim Bürgermeister braucht man 2 eigene Personenplättchen, die also nicht für die Gemeinschaftsaufgabe genutzt werden dürfen und auch nochmal 10 Münzen extra. Der Gelehrte muss hier den Entwicklungsfortschritt von 6 erreicht haben und 4 Kontore auf dem Spielplan bauen.
Der Kaufmann muss Waren im Wert von 50 Siegpunkten am Spielende besitzen. Der General muss das Ende der Ritterleiste erreichen und 4 Technikblättchen bei sich besitzen. Ja, dann gibt es hier noch einen, der ist auch wirklich hart, der Gutsverwalter. Der hat in jeder der 18 Runden ja eine andere Bedingung, die er erfüllen muss. Also das sind immer Abgaben, nicht Sachen, die er bekommt. In den ersten 3 Runden muss er beispielsweise jeweils 2 Münzen bezahlen. Und wenn auch nur in einer einzigen Runde hier irgendeine von diesen Abgaben nicht getätigt werden kann, dann ist das Spiel sofort für alle Spieler verloren. Ziemlich harter Charakter der Gutsverwalter. Dann gibt es noch den Bibliothekar. Da muss man einen Entwicklungsstand von 5 erreichen und muss in Loch ein Kontor gebaut haben und muss 4 so Ortskarten besitzen. Ja, und insgesamt haben die Spieler eben 18 Runden Zeit, diese ganzen Aufgaben zu erfüllen. Also sowohl das Ganze hier auf dem, diese gemeinsamen Sachen hier schaffen, die ganzen Wehrtürme bauen, die eigene individuelle Charakteraufgabe schaffen. All das muss innerhalb der geforderten Zeit geschafft werden. Wenn es dann nur an einem Ritter, an einem Geldstück oder einem Wein fehlt, ist das Spiel für alle Spieler verloren. Das hier war die Vorstellung von Orléans Invasion, der kooperativen Variante zu Orléans und in meinen Augen das Herzstück dieser Erweiterung. Trotzdem will ich euch jetzt natürlich die anderen Varianten, die in der Box hier auch noch mit drin sind, auch noch kurz vorstellen. Dann gibt es noch die Blütezeit, ein Szenario für 2 bis 5 Spieler, hier auch mit einem kleinen Extraplan. Hier sieht man, das sind 16 Ereignisse, die immer in der gleichen Reihenfolge ablaufen, also hier aufgedruckt sind. Man braucht dann keine Stundenglaskärtchen für dieses Szenario. Das hier ersetzt natürlich auch die segensreichen Werke. Es gibt hier so ein paar Personenblättchen zu holen, beziehungsweise Münzen, indem man hier Leute hin entsendet. Die Hauptaufgabe im Szenario, die Blütezeit, ist allerdings eine andere, wie wir gleich sehen werden. Ja, man sieht schon, die Warenblättchen hier in der Blütezeit sind nämlich umgedreht, weil die jetzt auch noch eine andere Relevanz haben, als sie einfach einzusammeln. Es gibt außerdem hier so Bauwerkskarten, jede Menge davon. Da bekommt man bei Spielbeginn gleich mal 2, sucht sich eine davon aus. Und ja, da steht jetzt immer eine bestimmte Stadt drauf, wo ich halt jetzt hin muss, um ein Bauwerk zu errichten. Das macht man allerdings nicht mit seiner normalen Händlerfigur, sondern mit so einem neutralen Zimmermann. Kommt eine weiße Figur, die steht einfach bei den Händlern am Anfang mit in Orléans. Und jeder Spieler hat jetzt auch noch ein Mini-Tableau als Ergänzung zu seinem Tableau mit der neuen Aktion Zimmermann. Da sieht man auch schon, der Zimmermann ist relativ flexibel. Der kann entweder über Landwege reisen oder über Wasserwege reisen oder Bauwerke errichten, wenn er sich denn an dem Ort befindet, der auf der Bauwerkskarte angegeben ist. Also ich könnte jetzt in meinem Zug den hier komplett bestücken und für jedes Blättchen dann auch wirklich eine Aktion ausführen. Also für ein schwarzes Personenblättchen kann ich den Zimmermann immer über einen Landweg bewegen. Für ein Schifferblättchen, also ein blaues Personenblättchen, kann ich den Zimmermann über einen Wasserweg bewegen. Und egal was, für eins von beiden könnte ich dann auch noch mit ihm hier in so ein Bauwerk errichten. Wobei eben, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, Bauwerk errichten geht nur, wenn der Zimmermann sich auch wirklich in der auf der Bauwerkskarte angegebenen Stadt befindet. Und das Problem dabei, ja, alle Spieler bewegen den gleichen Zimmermann und ja, da muss man schon schnell zuschlagen, wenn der zufällig mal in der Nähe ist, wo man eigentlich hin will. Und dann zack, zack, das Bauwerk errichten. Damit ist es allerdings noch gar nicht getan. Jetzt habe ich zwar dieses Bauwerk hier errichtet, darf dann die Karte hier auslegen, aber man sieht, ich muss dieses Bauwerk auch noch bestücken mit Personal, Leute, die da ich hin entsenden muss, damit ich dann bei Spielende tatsächlich die aufgedruckten Punkte bekomme. Also jetzt habe ich zwar was gebaut, muss noch die Leute hinschicken und dann kriege ich erst bei Spielende die Punkte. Und wenn mir das natürlich hier in der Partie mehrmals gelingen sollte, ja, da gibt es auch welche, da muss man Personen und Waren hinschicken. Bei manchen muss man auch noch Geld mit abgeben. Ja, und darum geht es letztlich. Wir reißen mit dem mit einer gemeinsamen Zimmermannsfigur, die wir hier zusätzlich haben, eben umher und versuchen möglichst viele punkteträchtige Bauwerke zu errichten. Und da kommen wir jetzt auch nochmal auf diese Warenblättchen zurück. Weil nehmen wir an, ich bin eben in so einer Stadt, die angezeigt wird auf meiner Bauwerkskarte. Dann darf ich jetzt ein Bauwerk errichten, sofern es hier noch ein Warenblättchen gibt. Also die Warenblättchen werden schon beim Rumfahren eingesammelt, aber solange hier noch eins verdeckt liegen würde, angrenzend an die Stadt, in der ich bauen will, dann kann ich eben hier drauf das Bauwerk errichten. Das sind im Prinzip sozusagen die ganzen Bauplätze, die zur Verfügung stehen, die aber schon auch beim Reisen eben eingesammelt werden, also dann eben auch rasch weniger werden. Und wenn ich jetzt in einer Stadt bin, wo es dann irgendwie gar keinen Bauplatz mehr gibt, weil alle Warenplättchen irgendwie von der Stadt wegführen, schon eingesammelt wurden, dann dürfte ich dieses Bauwerk dort auch tatsächlich nicht mehr errichten.
Das Spiel endet dann nach den 16 Runden und dann bekommt man eben zusätzlich zu den üblichen Siegpunkten, die es auch im Grundspiel gibt, also durch die Modifikation Kontore mit Entwicklungsfortschritt auf der Leiste, bekommt man hier dann eben auch noch Siegpunkte für seine fertig errichteten und fertig befüllten Bauwerke. Wenn man da aber was Halbfertiges jetzt bei Spielende noch hat, ich habe hier drei Personen, ich habe das zwar gebaut und drei Personen hingeschickt, aber es fehlt noch ein Bauer, dann habe ich leider Pech gehabt und bekomme die Siegpunkte nicht. Dann gibt es noch das Duell, ein Szenario für genau zwei Spieler. Da geht es darum, wer schafft es zuerst, diese vier Aufgaben hier zu erfüllen. Hier gibt es auch wieder extra Sachen, wo man sich Personenblättchen holen kann oder Münzen besorgen kann. Das ersetzt auch wieder die segensreichen Werke. Es gibt auch hier wieder 16 Rundenereignisse in einer fixen Reihenfolge. Also auch hier keine Zufallsereignisse, sondern genau immer die gleichen 16. Und Ziel ist es jetzt, schneller als der andere Spieler, diese vier Aufgaben hier zu erfüllen. Einmal erlerne die Buchhaltung, das bedeutet Entwicklungsstand 3 erreichen. Einmal eröffne 3 neue Filialen, also 3 Kontore bauen. Davon muss aber eins in einer Stadt stehen, die nicht mit einem Fluss verbunden ist. Dann hier unten liefere Wein ins Schloss von Châteauroux. Da reist man dorthin und liefert genau 3 Wein ab. Also man muss halt seine Händlerfigur nach Châteauroux bewegen und da dann die Wein abgeben. Und ganz unten, kleide deine Herzensdame ein. Man reist nach Orléans und liefert dort 3 Stoffe ab. Davon muss ein Stoff Brokat sein. Natürlich muss sich die Händlerfigur in Orléans befinden, um die Blättchen abzugeben. Ja, wer diese 4 Aufgaben zuerst erfüllt, natürlich hat man auch hier wieder maximal die 16 Runden. Wenn es in den 16 Runden keiner schafft, ja. Also innerhalb der 16 Runden, wer da zuerst diese 4 Aufgaben erfüllt, der hat das Duell gewonnen. Dann gibt es noch 3 verschiedene Solo-Szenarien hier bei der Orléans-Erweiterung. Einmal der Würdenträger, da geht es darum, möglichst viele Bürgerblättchen einzusammeln. Entweder 7, wenn man es ein bisschen leichter haben möchte, oder 8, wenn man es ein bisschen schwerer haben möchte. Und man hat insgesamt 16 Runden dafür Zeit, auch wieder mit vorgegebenen Ereignissen. Die Hauptstadt Vierzon ist das zweite Solo-Szenario, ein bisschen knackiger als das erste. Hier geht es darum, die Stadt Vierzon zur befestigten Hauptstadt in der Region auszubauen. Das bedeutet, man muss hier diese 5 Aufgaben innerhalb von 14 Runden erfüllen. Einmal, man muss spätestens zu Beginn der 9. Runde 10 Münzen bezahlen. Thematisch heuert man einen Baumeister an. Man muss einmal ein Kontor in Loch errichten. Man muss Baumaterial nach Vierzon bringen, also Waren im Wert von mindestens 12 Punkten dort abliefern. Dann muss man 25 Münzen bezahlen. Alles Geld muss auch auf einmal bezahlt werden. Und dann muss man sozusagen thematisch mache Vierzon zur Hauptstadt. Man erreicht über die Entwicklung mindestens 28 Punkte, also wie üblich die Anzahl der eigenen Kontore und Bürgerblättchen addieren und anschließend mit dem Wert des Entwicklungsstands multiplizieren. Und da muss man dann eben auf 28 Punkte kommen. Für diese ganzen Aufgaben hat man insgesamt 14 Runden Zeit, wie gesagt. Entweder scheitert man oder man schafft es halt. Ja, das dritte und letzte Solo-Szenario ist hier der Handelsreisende. Hier muss man Orléans mit allen notwendigen Waren versorgen, hat 15 Runden dafür Zeit. Ja, dazu gilt es auch hier innerhalb von 15 Runden bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Hier sind es 5 an der Zahl. Einmal müssen wir 3 Wolle abliefern. Einmal müssen wir ein Set aus je einem Stück der 5 Warensorten abliefern. Und zwar jeweils in einer bestimmten Stadt. Deswegen sind die ja auch so verteilt, die Aufgaben. Hier müssen wir einmal 2 Käse und 2 Wein abgeben. Dann müssen wir 3 Getreide hier unten abgeben. Und dann noch ein Brokat, ja, nach ganz hier unten. Und dafür hat man, wie gesagt, 15 Runden Zeit. Wenn all diese Aufgaben erfüllt sind, hat man das Solospiel der Handelsreisende sofort gewonnen. Ja, und die Ereignisse, und nochmal kurz darauf zurück, die sind hier auch recht übersichtlich, weil in Runden 1 bis 10, da muss man einfach immer entweder ein Lebensmittel oder 2 Münzen am Ende von der Runde bezahlen. Und wenn man das nicht bezahlen kann, dann verhungert man thematisch und hat das Spiel automatisch verloren. Ab Runde 11 beginnt dann das große Fest. Da muss man dann sogar 2 Lebensmittel abgeben oder 3 Münzen bezahlen. Und wenn man das nicht kann, dann verhungert man leider wieder und das Spiel ist verloren. Man verhungert tatsächlich, das steht so makaber in der Anleitung. Wer sich das nicht leisten kann, verhungert selbst mitten auf dem großen Fest. Das ist natürlich ein tragischer Tod, aber ja, es war halt auch eine harte Zeit.
Wie hat mir Orléans Invasion jetzt gefallen? Ich finde es wirklich eine fantastische, eine brillante Erweiterung. Ein Must-Have für alle, die Orléans toll finden. Wenn man jetzt gerade nicht eine Abneigung gegen kooperative Spiele hat, weil dieser kooperative Teil, dieser Invasionsteil ist eben das, in meinen Augen zumindest, das große Herzstück dieser Erweiterung. Schließlich heißt die Packung ja auch Orléans Invasion. Und das finde ich wirklich eine spannende Sache, weil eben das Grundspiel nicht kooperativ ist. Jetzt kommt eine Erweiterung daher, die macht aus diesem nicht kooperativen Grundspiel ein wirklich sauspannendes und toll funktionierendes kooperatives Spiel, wo wir alle gemeinsam eben hier Orléans verteidigen und Wehrtürme bauen müssen und. Das funktioniert wirklich fantastisch gut. Da verliert man dann fast aus den Augen, dass Orléans ja eigentlich gar nicht kooperativ war. So gut hat uns diese Invasion gefallen, dass eigentlich ist das kooperative Orléans Invasion jetzt in unseren Augen fast das neue Grundspiel. Ja, aber auch die anderen Sachen, die hier in der Erweiterung dabei sind, sind wirklich toll. Also es hätte vollkommen gereicht, diese Invasionserweiterung. Das sind ja auch wirklich große neue Spielpläne, die damit ins Spiel kommen. Das hätte als Erweiterung irgendwie, glaube ich, die Fans schon zufriedengestellt. Aber nee, es gibt noch mehr. Es gibt diese drei Solo-Varianten. Ich glaube, für 2 bis 5 Spieler ist die Blütezeit, ganz genau. Und dann gibt es noch dieses reine Zwei-Spieler-Ding, das Duell. Und die machen alle Spaß, die funktionieren alle. Wer Solo spielt, freut sich natürlich über Solo-Varianten. Die kamen bei uns jetzt eher seltener auf den Tisch. Ich habe meistens genügend Mitspieler und habe dann aber auch an einem Abend, wo ich nur eben mit meiner Frau da saß und so, da haben wir dann das Duell gespielt, das Szenario für 2 Spieler. Irgendwie hat man eben jetzt mit der Box für jede Spielerzahl sozusagen eine Antwort in Orléans, ob alleine zu 2, zu 3, zu 4 oder zu 5 irgendein Szenario gibt, das man spielen kann, insofern man sich das Material für den 5. Spieler besorgt. Das ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen schade ist, wenn das jetzt auch noch automatisch mit dabei gewesen wäre, einfach noch das Material für den 5. Spieler damit reinpacken. Das wäre natürlich absolut super gewesen, aber auch so kriegt man hier wirklich viel fürs Geld. Es ist ja, die Box ist genauso groß wie die Box vom Grundspiel und es ist hier wirklich eine Menge Zeug drin. Auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen, wenn ihr Orléans mögt und kooperative Spiele mögt, dann ist diese Erweiterung Orléans Invasion ein absolutes Must-Have. Ich finde, so müssen Erweiterungen irgendwie aussehen. Es ist einfach nicht mehr vom Gleichen, sondern es katapultiert das Spiel wirklich auf Neues, auf ein anderes Level, zeigt einem einen Bereich, Facetten von dem geliebten Grundspiel, die man so noch nicht gekannt hat, weil man sie noch gar nicht kennen konnte, weil eben jetzt ja kooperativ stellt alles ein bisschen auf den Kopf. Damit ist es ja wie damals die Port Royal Erweiterung, einfach eine spannende Erweiterung, die man irgendwie nicht so vorhergesehen hat und das finde ich fantastisch und da gibt es für mich beide Daumen hoch, unbedingt zuschlagen, wer es noch nicht hat und tut mir leid, wenn ihr jetzt ein bisschen drauf warten müsst, weil ihr vielleicht die letzten Exemplare bei den Händlern jetzt gerade über die Ladentheke gehen. Aber wie schon eingangs erwähnt, es wird auf jeden Fall eine Neuauflage von Orléans Invasion geben und die schafft es hoffentlich dann auch rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft in die Regale. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt bei meiner Solo-Review und dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, tschüss!